Es ist laut Aufnahmedatum bereits eine gesamte Woche vergangen, wo ich das letzte Mal einen 48-Stunden-Solo-Biwak gemacht habe. Bloß beim letzten Mal war so richtig Gewitter. Und darauf, dass das so lange her ist, werde ich heute schon wieder so eine 48-Stunden-Solo-Biwak machen. Das wird gleich so richtig geil sein. Deswegen bin ich jetzt gerade dabei, 2,5 Kilometer bis zum nächsten Waldstück zu laufen. Und das ist voll anstrengend, weil mein Fuß immer noch kaputt ist. Also ich brauche zwar mittlerweile keine Schiene mehr, aber ich laufe momentan trotzdem mit Schiene, weil ich das kann. Und deswegen laufe ich jetzt zum nächsten Waldstück, um dort zu pennen. Die 2,5 Kilometer sind voll anstrengend wegen meinem Fuß. Das drückt. Das ist richtig scheiße. Der Fuß muss heile werden. Oh ja, das sieht schon mal gut aus. Das sieht auf jeden Fall nach einem richtig schönen Schlafplatz aus. Langsam dunkle kommt. Also auf meiner Kamera erkennt man das nicht, weil die schön hell ist, aber ich sehe das auf jeden Fall. Dass hier die ganze Zeit langsam dunkle kommt. Und deswegen laufe ich jetzt, glaube ich, nach Richtung da lang. Und immer wieder, immer weiter tiefer rein, bis ich dann irgendwann nach meinem geeigneten Schlafplatz gefunden habe. Weil ich habe keine Lust darauf, das im Dunkeln zu suchen. Deswegen laufe ich jetzt da rein. So, ich glaube, ich habe hier meinen Platz gefunden und hier ist ein richtig geiler Waldduft. Es ist eine richtig geile Luft hier. Das hier, das wird mein Biwakplatz sein. Genau hier werde ich jetzt meinen Tarp aufspannen. Das wird so richtig geil sein. Das verspreche ich drauf, glaube ich. Ich habe gerade meinen Tarp aufgebaut und das hier, das ist meine Lieblings-Tarp-Aufbau-Variante. Ich verlinke euch mal unten in der Beschreibung diese Tutorial, wie ihr auch so eine Tarp-Aufbau-Variante machen könnt. Das ist meine Lieblings-Tarp-Aufbau-Variante. Aber ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Und guck mal hier. Den Tarp, den sieht man kaum. Das ist genau dieselbe Farbe wie Waldboden. Das ist richtig geil, das sieht man fast gar nicht von Weitem. Das vermischt es so richtig gut zum Wald. Eine richtige Waldbodenfarbe. Das ist richtig geil. Und langsam dunkle kommt. Ich werde hier ein bisschen rumchillen und abwarten, bis komplett dunkle kommt. Weil ich finde das voll cool, alleine im dunklen Wald zu sein. Das wurde mal wieder Zeit. Das ist schon eine ganze Woche vergangen. Das wird aber richtig Zeit. Das ist viel zu lange her. Ich freue mich drauf. Oh, guck mal hier. Hier vorne. Hier läuft eine Zecke rum, die ist voll scheiße. Das heißt, ich werde heute bestimmt ganz viele Zecken bekommen. Aber diese hier, ich möchte nicht, dass die mich frisst. Deswegen mache ich die von meinem Finger runter. Von meiner Hand. So, ich habe die runtergemacht. Ich mag keine Zecken, deswegen muss die runter. Und wenn ich jetzt schon die erste Zecke auf der Hand habe, dann gehe ich sehr stark davon aus, dass ich bestimmt ganz viele Zeckenstiche schon wieder bekomme. Und das wird schon wieder so richtig beschissen sein. Ich mag keine Zecken. Die Zecken müssen weg. Guck mal, es ist jetzt komplett dunkle geworden und ich bin jetzt gerade hier mitten in diesem dunklen Wald. Und ich mache jetzt einmal eine 360-Grad-Drehung, damit ihr diesen Wald genießen könnt. Also beziehungsweise angucken könnt, wie meine Location aussieht. Genau, hier vorne ist mein Tarp. Da schlafe ich heute. Und genau so sieht dieser Waldstück aus. Genau, ich habe 360-Grad-Drehung gemacht und prüfen, ob ich heute von irgendwelchen Tieren aufgegessen werde. Hier von Hirschen oder Wildschweinen oder irgendwelche Zecken oder Kellerasseln oder sowas. Vielleicht kommen Füchse, tollwütige Füchse oder Kaninchen raus, die mich auch essen. Oder irgendwelche Mäuse, die an meine Ohren abknabbern oder so. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin erwacht und mein Gehirn ist verseucht und ich weiß nicht warum. Heute sind mir ganz viele Viecher gegen mein Gesicht geflogen und die sind irgendwie hier ertrunken in genau meiner Kerze.
in meiner Grableuchte, also das, was ich als Licht benutze. Ich weiß zwar nicht, was die hier drin machen, aber genau, die sind irgendwie da drin ertrunken, in diesem Wachs. Und guck mal hier. Hier vorne ist dieser Käfer. Der hier, der hat bestimmt schon ganz viel Scheiße und Durchfall und so weiter in sein Leben gefressen. Und hier laufen ganz viele von denen rum. Und ich wurde heute auch von Nacktschnecken belästigt. Hier, Moment, ich habe hier eine Stelle. Genau, hier, guck mal hier. Mein Pullover ist hier voll mit Schneckenschleim. Das ist voll Scheiße. Das gefällt mir so nicht. Aber genau, der hier, der hat auf jeden Fall schon ganz viel Scheiße in sein Leben gefressen. Das wollte ich euch unbedingt dringendstens berichtet haben. Das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst, dass der hier bestimmt schon ganz viel Durchfall und so weiter in sich rein gemacht hat. Also mündlich, oral, reingesteckt. Scheiße und so. Ich möchte euch etwas ganz Wichtiges berichten. Und zwar, durch meine Zahnlücke passt ein Stück Laub durch. Seht ihr? Das ist erfolgreich durchgepasst. Passt durch eure Zahnlücke auch ein Stück Laub durch? Schreibt es mir unter die Kommentare. Bah, hier vorne am Tab klebt eine nackte Nacktschnecke drauf. Die ist so richtig nackt. Und die stört. Die stört mich, denn das stört den Natururin. Das ist voll scheiße. Aber mir sind auf jeden Fall in der letzten Nacht mehrere Nacktschnecken rübergelaufen. Hier, guck mal. Guckt euch das mal hier vorne an. Das ist mein Schlafsack und hier sind Nacktschneckenspuren. Das haben genau diese Viecher hier vorne verursacht. Das ist voll scheiße, hier sind ganz viele davon. Das ist voll belästigend. Guck mal hier. Wie man hört, regnet es nur ein bisschen. Aber ich bekomme keinen Tropfen ab, weil ich habe hier diesen Tarp aufgespannt. Entschuldigung für diese Gesundheit. Ich hatte ja eben gerade bis eben gerade hier so eine Wand gehabt. Aber diese Wand, die habe ich jetzt gerade hier vorne abgespannt. Hier an diesem Baum. So dass ich hier keine Wand habe, sondern so einen richtig geilen Ausblick zum Wald. Zum regnerischen Wald. Und das ist richtig geil. So sieht mein Shelter jetzt aus. Ich habe diese Seite, was eigentlich diese Wand davor war, jetzt herausgemacht und abgespannt, damit ich so einen richtig geilen Ausblick in den Wald habe. Und das ist voll scheiße. Die ganze Zeit ist da so eine richtig versiffte Wolkendecke, wo irgendwie gar kein Licht durchkommt. Und auf der Kamera sieht man das zwar nicht so gut, aber es ist ultra dunkel hier die ganze Zeit. Und das ist voll scheiße, das macht irgendwie einen träge und Unlust, dass man irgendwie was draußen unternimmt, diese ganze Dunkelheit. Und genau, so sieht mein Shelter von dieser Seite aus. Und da ganz hinten, da sollte der nächste Fußweg sein. Und da ganz hinten, wobei der Fußweg da ganz hinten weiter entfernt ist, deswegen habe ich das so aufgebaut. Dass diese Rückenseite diesen Fußweg da drüben ausstrahlt. Damit ich bloß nicht gefunden und belästigt werde. Genau. Und ich bin jetzt gerade barfuß. Weil barfuß draußen rumzulaufen ist voll cool. Und es muss mehr die Dreischepperung auf meinen Füßen drauf sein. Weil wegen dieser Fußverletzung habe ich dieses Jahr zu wenig barfuß gelaufen. Deswegen sind diese scheiß Füße so weiß. Die Füße, die müssen noch viel mehr die Dreifachschepperung verspüren. Eigentlich wollte ich mehrere... Ist das ein Hund oder ein Wolf? Ich glaube eher ein Hund, oder? Ja, ich sehe da ein Herrchen mit einem Hund, deswegen verhalte ich mich jetzt gerade leise. So, der Gassigeher mit dem Hund ist weitergelaufen und ich bin den ganzen Tag so richtig träge und müde. Weil die ganze Zeit ist hier so eine versiffte Wolkendecke und das ist hier so richtig dunkel. Also gut, auf der Kamera sieht man das nicht, dass es hier die ganze Zeit dunkel ist, aber hier kommt überhaupt gar kein Sonnenlicht durch und so und das ist voll scheiße. Eigentlich wollte ich heute noch mehr Outdoor-Basic-Videos machen, wie Tarp-Aufbau-Varianten oder sowas.
Aber weil es heute so scheiße dunkel ist, bin ich die ganze Zeit hier am Rumchillen, hier in diesem Tarp drin und mache gar nichts. Und deswegen glaube ich, werde ich diese anderen Videos, die ich zwischendurch eigentlich machen wollte, wahrscheinlich morgen machen, wenn ich hier noch eine Nacht gepennt habe. Genau. Und das ist richtig versifft, dass das hier so richtig dunkel ist. Und ich mag diese Dunkelheit nicht. Ich wünsche mir das Wetter von letzter Woche, wo das nicht so dunkel ist. Aber die Kamera, die fängt das gerade so richtig hell auf. Aber diese Dunkelheit macht echt keinen Spaß. Ich kann hier fast gar nichts sehen. Guck mal, was ich mitgenommen habe. Da ist ein Brot drin wie heißt das Ding? Mit sowas. Das ist Fleisch, also Jägerwurst oder sowas. Ich werde den jetzt essen. Das ist mein erstes Essen für heute. Und mich stört das extrem, dass es heute den ganzen Tag so ekelhaft dunkel ist. Es ist heute kein einziges Mal Sonnenschein gekommen und wir haben jetzt schon spät Nachmittag. Und wenn überhaupt gar keine Sonne rauskommt, habe ich überhaupt gar keinen Bock, irgendwie was anderes zu machen, außer rumzuliegen. Und das nervt mich total. Ich bin so richtig widerlich, glaube ich. Und ich wurde gerade von dieser scheiß Mücke gestochen. Das juckt hier rum. Hier sind auch ganz viele scheiß Mücken, die nerven mich. Die haben mich auch die ganze Nacht genervt, diese scheiß Mücken. Die Mücken müssen weg. So, dunkle ist vollständig da und ich bin immer noch barfuß. Und guck mal, ich zeige euch noch mal diesen dunklen Wald, wo ich heute übernachte. Ich werde da schon wieder so eine 360-Grad-Umdrehung machen, damit ich euch das dokumentieren kann, wo ich gerade schlafe. Es war genauso wie letzte Nacht mitten in diesen verdunkelten Wald. Aber guck mal hier. Hier vorne sind ganz viele diese Nacktschnecken. Und das ist scheiße. Ich muss jedes Mal wegen meinem Barfuß muss ich jedes Mal so richtig extrem aufpassen, dass ich nicht da das hier drauf trete. Boah, hier sind überall Nacktschnecken. Hier. Ich weiß nicht, ich werde hier die ganze Zeit von diesen Nacktschnecken hier verseucht. Das ist voll scheiße. Das ist ein richtig beschissener Schlafplatz, wo ich jetzt gerade einen 48-Stunden-Biwak mache. Diese Nacktschnecken müssen weg. Die machen mir keinen Spaß. Guten Morgen, die Nacht war so richtig widerlich gewesen. Die ganzen Nacktschnecken haben mich so richtig belästigt. Die sind die ganze Zeit über mich rübergelaufen, mit Schleim und so. Weil guck mal hier. Hier auf diesem Pullover ist ganz viel Schleim drauf. Genauso wie hier in meinem Schuh ist auch so eine Schleimspur drauf. Und hier. Mein ganzer Schlafsack ist ja über so richtig. Mein ganzer Schlafsack ist hier so richtig voll von diesen ganzen Schleimspuren. Ich bin sogar mit ganz vielen Nacktschnecken aufgewacht, die waren unter mir. Unter meinem Schlafsack, das war voll scheiße. Und eine Nacktschnecke, also die hat mich so geweckt, die ist über meinen Kopf, über meine Stirn drüber gekrabbelt. Das war so richtig widerlich gewesen. Das war ein richtig ekelhaftes Gefühl auf der Stirn, wie die mit ihren Schleim hier rüber gekrabbelt ist. Bah. Das war eine richtig widerliche Nacht gewesen. Guckt euch mal an, wie versaut mein Schlafsack hier vorne ist. Hier sind überall diese Nacktschneckenschleimspuren. Und guck mal, hier vorne liegt schon wieder eine Nacktschnecke. Und hier kriecht auch eine rum. Es ist so richtig beschissen, hier zu schlafen. Diese ganzen Nacktschnecken, die nerven mich. Die Nacktschnecken müssen weg. Das ist alles voll mit Nacktschneckenschleim hier. Das ist richtig widerlich. Guck mal, auf meinem zweiten Pullover ist auch ganz viel Schneckenschleim drauf. Sogar auf der Kopflaupe ist Schneckenschleim drauf. Dieser Pullover mit ganz viel Schneckenschleim habe ich schon gezeigt. Selbst auf meiner Schiene ist ganz viel Schneckenschleim drauf. Das ist richtig widerlich. Jetzt wird Koffein hergestellt. Italienischer Koffein.
Weil die Pads sind immer noch von Italien. Mein italienischer Koffein ist fertig. Ist auch ein bisschen heiß, aber ich kann es jedes Mal wiederholen. Draußen in der Natur Koffein zu saufen ist geil. Und der italienische Kaffee. Und der italienische Kaffee schmeckt. Und nach diesem Kaffee werde ich Essen machen, weil ich habe Hunger. Ich habe richtig Appetit auf Essen. Mir ist eben gerade eine ganz beschissene Auffälligkeit aufgefallen. Und zwar hier vorne, dieser kleine Punkt, dieses hier, das ist eine Zecke. Die muss entfernt werden. Ich habe die Zecke entfernt. Und hier vorne, dieser kleine Punkt, das ist auch eine Zecke. Die muss auch ab. Ich mag keine Zecken. Ich durchsuche mich noch ein bisschen weiter, ob ich noch woanders Zecken habe. Ja, hier an dieser Kniekehle habe ich eine gefunden. Jawohl. Die ist draußen. Ich mag keine Zecken. Zecken sind voll scheiße. Die belästigen mich die ganze Zeit. Genauso wie letzte Woche, wo ich bei Gewitter geschlafen habe. Da habe ich auch voll viele Zecken gehabt. Die Zecken sind voll scheiße, ich mag die nicht. Oh scheiße, mir ist gerade aufgefallen, dass ich glaube ich genau hier im Auge eine Zecke habe. Das heißt, ich muss den entfernen, das wird richtig scheiße sein. Ah. Ah. Oh. Das ist die übelste Stelle gerade. Oh Mann, schmerzt ey, das ist richtig scheiße, das rauszukriegen. Oh Mann, das. Ah. Boah, ich glaube, ich habe die Zecke endlich entfernt. Das war, glaube ich, die beschissenste Stelle gewesen, wo ich bisher eine Zecke hatte. Selbst am Sack, eine Zecke direkt auf den Sack zu haben, war angenehmer als das hier gerade. Es war gerade so richtig mies und scheiße gewesen. Aber jetzt habe ich wenigstens einen Videotitel. 48 Stunden Biwak unter Nacktschnecken und Zecke im Auge. Ich glaube, so ungefähr nenne ich das. Ungefähr. Den Titel, damit da mehr Leute draufklicken. Ich bin ganz gespannt drauf, wann ich Borreliose und FMSE aus meinem Auge rausspritzen kann, um andere zu ärgern. Ich bin so richtig gespannt drauf. Das ist so richtig mies, diese am Auge Zecken. Zecken am Auge sind so richtig mies. Boah, guck mal, hier laufen überall diese ganzen Käfer hier rum, die hier schon ganz viel Scheiße und so weiter in ihrem Leben gefressen haben. Und Durchfall und so. Die krabbeln hier mit ihren Scheißfingern an meinen, wie heißt das doch mal, Gaskartusche und Kocher dran. Die sind richtig scheiße. Diese Scheißkäfer müssen weg. Ich habe gerade im Wald Analabfall gemacht. Und das war wie immer unangenehm gewesen, im Wald Analabfall zu machen. Das war richtig scheiße. Aber ich hab's gemacht und jetzt ist meine Magen leer. Deswegen muss ich gleich kochen. Extra, damit ich danach noch viel mehr Analabfall produzieren muss. Genau, deswegen wird gleich mein Magen voll gemacht. So, damit mein Magen voll wird, werde ich jetzt noch was zum Essen kochen. Und zwar, ich habe hier Nudeln, Zwiebel und Paprika, Thunfisch, Saftbockwurst und passierte Tomaten. Aber weil ich zu faul bin, Paprika und Zwiebel zu beschneiden und nachher den Topf sauber zu machen von diesen ganzen Tomatensoße und so, werde ich was Schlichtes machen und zwar nur Nudeln mit Saftbockwurst. Genau, so wie beim letzten Mal, weil dann habe ich nicht so viel Arbeit, um das abzuwaschen nachher. Genau, deswegen werde ich die hier jetzt machen und das fressen. So, diese Nudeln, die sehen genauso fertig aus wie mein Kopf. Jetzt werde ich diese Saftbockwürstchen auch da rein machen. Drei Stück, damit ich drei Stück gleich essen kann. Die werden aufgewärmt. Das wird richtig geil sein, wenn die warm genug sind. Genau, das ist richtig zu empfehlen. Und gleich ist Fressen fertig. So, jetzt wird der Teller aufgefüllt.
Und obwohl, ich mache da doch ein bisschen Tomaten drauf. Und zwar kalt und roh, weil ich habe kein Ketchup mehr. Deswegen mache ich ein paar passierte Tomaten rein, damit ich das so essen kann. Ich habe meinen Ketchup am letzten Mal leer gemacht und ich habe vergessen, neuen zu kaufen. Genau, deswegen mache ich das so. So, Fressen ist fertig. Und das schmeckt wieder voll cool. Ich mag das. Das ist wieder so ein richtig geiles Fressen. Schade, dass ich zu faul bin, mir so ein richtiges Festmahl zu braten. Mit Thunfisch und so. Aber das ist auch okay. So, ich habe gerade aufgegessen und mein Magen ist wieder voll und der wartet darauf, dass der irgendwann wieder ausgeschissen wird, weil er gerade wieder voll ist. Ich bin gespannt, wann das wieder passiert. Und ich werde jetzt ein paar separate Tarp-Shelter-Aufbauvarianten-Videos abfilmen. Ich weiß, dass diese Tarp-Aufbauvarianten-Videos anfangs unterirdisch schlecht geklickt werden, aber ich denke, dass es meinem Kanal nicht schaden würde, wenn ich noch mehr für die Suche geeignete Problemlöser-Videos veröffentliche. Weil guck mal, die Klicks, die pendeln sich irgendwann im Laufe der Zeit ein, wenn darauf immer gesucht wird. Genau, deswegen mache ich das so. So, ich habe gerade ein paar Tarp-Aufbau-Varianten abgefilmt und die werde ich in separaten Videos verarbeiten. Und ich werde jetzt etwas ganz Wichtiges machen, bevor ich meine ganzen Sachen zusammenpacke und losgehe. Genau, das Wichtige wollte ich gerade machen. Und jetzt packe ich meine ganzen Sachen zusammen und gehe zum nächsten Bahnhof. Das wird wieder so ein 2,5 Kilometer Fußweg werden. Und das wird wieder so richtig anstrengend, mit meinem kaputten Fuß das zu machen. Ich freue mich nicht drauf. Aber wenigstens hatte ich die letzten 48 Stunden gut Luft gehabt. Und nicht so eine verseuchte Luft wie in der Stadt. Genau, ich kann so besser denken. Ich habe die Sachen gepackt und ich bin jetzt auf dem Weg zum Bahnhof. Und dieser 2,5 Kilometer Weg, der nervt mich jetzt schon wegen meinem Scheißfuß. Mein Fuß ist so richtig scheiße. Der Fuß muss weg. Wenn ihr eine geisteskranke 48 Stunden Biwakwanderung im Pfälzerwald sehen wollt, hier ist das Video. Da war ich dieses Mal nicht alleine gewesen, deswegen gebt euch das.